Heute sind wir in München und möchten uns hier die Obdachlosen-Szene mal anschauen. Dafür treffen wir die liebe Alexandra. Die kennt sich hier aus, die kommt aus der Nähe und zeigt uns hier so ein bisschen die Obdachlosen-Szene. Und wir haben natürlich auch was dabei, um zu verteilen. Und ja, das wollen wir euch jetzt zeigen. Hier ein bisschen was zeigen. In Nürnberg war es. Und drüben noch. Non decidere se ne va di conti, volevo fare.
Also am Samstag. Auch wieder, lass dich nicht überfahren. Ne? Darüber? Ja, erstmal vielen Dank für deine Hilfe, dass du mir auch gezeigt hast, wo die Obdachlosen in München sind. Und da wollte ich halt auch wissen, also was die Obdachlosigkeit angeht, ist München ja schon sehr gut aufgestellt. Also man sieht ja hier wenig Obdachlose auf der Straße, eher so Bettler, ne? Ja, also tatsächlich ist in München hier keine öffentliche Szene und auch kein öffentlicher Konsum. Weil einfach die Strafen hier in Bayern für Konsum und für Besitz einfach sehr, sehr hoch sind. Okay. Und die Leute sich auch in der Öffentlichkeit hier nicht trauen zu konsumieren oder das halt dann eher im Verborgenen machen, wo man sie nicht sieht. Das heißt, was würde passieren, wenn jetzt jemand hier oben konsumieren würde? Was würde passieren? Ja, da wäre dann recht schnell die Polizei da und würde dann halt einfach das Material abnehmen und würde halt einfach die Strafen geben, ja. Das wird hier nicht so toleriert wie in Frankfurt und so. Also sowas offen jetzt findet man hier in München. Das heißt, man weiß aber auch untereinander, wo man jetzt was kaufen kann, sag ich mal, oder ist das auch alles so verborgen? Nein, ich denke, dass die Leute untereinander schon, die Leute von der Szene untereinander schon wissen, wo sie ihre Sachen herbekommen, nur halt nicht hier in der Öffentlichkeit. Alles eher im Untergrund, ja. Also eher zu Hause konsumieren. Vielleicht auch die Leute, wo sie haben, oder auf öffentlichen Toiletten sowas, so die verstecken einfach, wo man halt von außen nichts sieht, wenn man nicht genau schaut. Aber obdachlose Unterkünfte, so Notunterkünfte gibt es hier schon? Ja, das gibt es schon. Okay. Ja, dann ist München ja in der Hinsicht eigentlich schon gut aufgestellt, kann man sagen. Ja, es ist halt hier einfach nicht so offensichtlich. Ja. Ja. Okay.